Doch, dann sind wir wieder endlich, habe ich einen Weg gefunden, wie wir weiterkommen. Da wäre ich nie im Leben drauf gekommen, aber okay. Ja, das wird einfach heute mal eine Doppelfolge Resident Evil 1. Und darum, ja, weiß ich jetzt, wie wir es machen. Da wäre ich echt nicht drauf gekommen. Nee. Nie im Leben wäre ich darauf gekommen. Das ist total komisch. Nee, wie soll man denn darauf kommen auf so eine Sache? Werd gleich mal sehen, warum. Komm her. Komm her. Wir üben ein bisschen Schwertkunst. Ja, du, lass mich bitte einfach in Ruhe. Was hältst du denn davon? So, den Goldpfeil, den brauche ich. Den hier. Nein. So, ausrüsten. Jetzt erstmal um. Brauche ich jetzt nicht. Ich weiß auch schon, was wir machen müssen. Deshalb zeige ich euch das jetzt mal. Das, was ihr dann im zweiten Part gesehen habt. Da war ich schon fast nah dran, auf die Lösung zu kommen, aber okay. So. Bist du hier, Kumpel? Komm. Komm wir mal hinterher. Ich hab gleich Lust, dich zu essen. Ja. Blöder Zombie. Ich schau mal ab. So, und jetzt gibt's dann nämlich noch eine Stelle, da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen. Wenn ich jetzt aber bitte nicht sterbe, ey, das wäre scheiße. Weil wir brauchen nämlich das hier, um. Jetzt passt auf. Prüfen wir das jetzt. Nehmen wir das ab, müssen wir das Ding nämlich dann in ein Stück Stein stecken. Komplett dumm. Wie soll man denn darauf kommen? Halt eben Resident Evil, aber ist für mich persönlich eine Herausforderung, gewisse Rätsel zu lösen. Ja, komm her. Lauf! Lauf einfach. Ne, auf dich habe ich null Bock, ich hau ab. Ja, da wäre ich nicht drauf gekommen. Komplett bescheuert eigentlich, aber okay. Okay, soweit. Das denn hier alles? Eine Statue mit Löchern anstelle von Augen, Nase und Mund. Und hier? Ja, genau, selber, alles klar. So, ein Buch ist in die Einbuchtung eingepresst. Eingepasst. Buch der Verfluchungen mitnehmen? Ja. Schauen wir uns das mal an. Prüfen. In den Buchrücken ist ein Schlüssel eingebettet. Ja klar, nehmen wir mit. Buch der Verfluchungen. Die vier Masken. Eine, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht.
Eine, die nichts Böses sieht. Eine, die nichts Böses sagt, riecht oder sieht. Soll das ein verdrehtes Wortspiel sein oder ein Rätsel? Ich glaube eher ein Rätsel. Wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Das hört sich für mich so an, wenn wir wirklich alle vier Masken finden, wenn es sie wirklich gibt, dass wir irgendeine böse Macht wieder auferleben lassen. Irgendwie so habe ich das gerade verstanden. Ach komm. Nee, kommt. Nicht euer Ernst gerade, haut ab. Vier Schuss habe ich. 10. Ich hau ab. Voll sterben? Ja. Ein zerbröckelnder Grabstein. Er trägt weder Namen noch Inschrift. Warum? Aber ich hau mal lieber ab, weil irgendwie ich habe so eine ganz böse Vorahnung. So, jetzt haben wir das erledigt, was ich machen wollte. Jetzt können wir doch erstmal uns den blauen Edelstein holen. Das machen wir zuerst. Und dann brauche ich Farbband, um abzuspeichern. Alter. Alter, sag ich nur. Da habe ich heute mal eine Doppelfolge gemacht. Das war es mir wert. Der blaue Edelstein, ja klar. Was kann er denn damit anstellen? Vielen Dank, komm. Ja, ich wollte deshalb heute eine Doppelfolge machen, weil ich wahrscheinlich ab über oder übernächste Woche erstmal gar nichts mehr aufnehmen kann für eine gewisse Zeit und ja, es wäre richtig scheiße und deswegen, nee, nee. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Verschiedene Skulpturen und Töpfer waren. Verschieden? Nicht. Oh, das kann man schieben. Ein Gemälde des Hauses hängt in der Finsternis. Was? Der Ver... Was? Hier ist noch was. Aber ne, alles klar. Gehen wir mal hier rein. Okay. Ja, ich kann hier rein. Gib mir irgendwie Heilung oder irgend so Rotz. Das hätte ich jetzt gerne. Was soll ich jetzt hier draußen? Hunde? Och nö. Ein rostiger Kahn. Er ist in Efeu verheddert und wird sich wohl nicht bewegen. Hier? Chemikalien mitnehmen? Was soll ich damit? Oh, Heilung. Oh, danke. Ich bin gerettet. Und noch mehr davon. Wollen wir mal zusammenmixen?
Nicht prüfen, sondern kombinieren. Heilen. Danke. Rotes Kraut. Was machen wir eigentlich nochmal mit Rot? Ach so, wenn ich vergiftet bin, ja klar. Kann ich das hier? Nee. Das hier? Nein. Auch nicht. Okay, was kann ich denn damit machen? Es ist noch Kerosin da. Ist der Kerosin? Was? Ein Heizungskessel. Die Feuchtigkeit hat ihn rosten lassen. Mhm. Er wischt es eh voll. Okay. Immerhin konnte ich mich ein bisschen heilen. Aber jetzt müssen wir mal gucken, ob da einer ist. Ja, 10 Schuss habe ich. Was ist das hier? Okay. Ich bin gespannt, ob wir jetzt ein Farbband oder sowas finden. Das wäre cool. Ich will speichern. Hier ist eine Kantine. Die ist voller Schmutzwasser. Ja, klar, sieht man ja. Stöpsel ziehen? Nee, ich will erstmal hier gucken. Ist eine Toilette. Was zur Hölle ist das hier? Ich wette, wenn ich das jetzt ziehe, kommt da irgend so ein dummer Zombie-Wichser. Wette ich. Das ist mit Absicht herbeigeführt? Ja, ein Deutsch. Na toll. Nicht ein Farbband oder so, ey. Das finde ich ätzend. Nicht mal ein Farbband. Aber okay. Okay, gut. Aha, hier ist ja noch mehr. Oh, ich will ein Farbband haben. Hier ist auch nichts. Was sind denn das für Räume? Das wäre ganz scheiße, wenn ich nicht speichern kann. nee, das sieht mir aus wie eine Falle. Ich traue dem Ganzen nicht. Was ist hier? Auf dem Regal ist nichts, ja. Die Tür ist verschlossen. Das Wappen der Spencers ist in den Türgriff eingraviert. Mhm. Nein. Ich hab's gewusst, dass hier was kommt. Ich geh aber hier rein. Ein Bild einer bettelnden Frau vor einer Menschenmenge. Ja, gut, dass ich ihn gesehen habe. Oh nein. Nein! Na, behalt ihn mal ruhig. Ich habe ein Problem. Wie soll ich das denn schaffen? Oioioi. Lauf!
hier gibt es nur einen Haufen Krimskrams. Alter, ich hab echt ein Problem. Fuck. Mhm. Ah, hier sind wir wieder. So, jetzt frage ich mich eins. Warum denn noch? Rüstungssymbol. Ich gehe nochmal raus, ganz komplett raus. Da gibt es nämlich noch Räume, die würde ich nämlich noch erkunden. Puh, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich gehe kaputt. Ich gehe richtig kaputt. Rüstungssymbol, ey, komm, hör doch auf. Jetzt gehen wir da nochmal hin, bin ich am besten der Meinung, weil, ja, das wäre nicht gut. So, mal nachdenken. Müssen wir auch noch einen Speicherpunkt finden, also Scheiß, und ach, hör doch. So, gucken wir mal. Ja, du bist mir gerade egal, ich kümmere mich gar nicht. So viele Zombies kann ich jetzt nicht unbedingt abhalten. Nee. Leben nicht. War das jetzt hier? Der ist weg. Mich wegschieben. Wer nervt denn hier, wenn ich beschäftigt bin? Okay. Ich gehe erstmal hier rein. Ich guck mir das mal an. Kommt das nicht ganz koscher hier vor? Wir müssen zu ruhig für meinen Geschmack. Okay. Oh, das Pfappern. Ich liebe dich. Danke. Sehr geil. Staffeleien und Bronzestatuen. Hier ist nichts Interessantes. Hier? Hier scheint etwas gebrannt zu haben. Ein strenger Geruch hängt in der Luft und macht den süßen Duft von Mut und Duft. So, jetzt haben wir ja, was haben wir denn jetzt hier? Das Farbband, das brauche ich. Kann ich mich abspeichern? Aber, was mir keine Ruhe lässt, was gibt's hier noch zu finden?
Komm. Nein. Weg. Fall um einfach. Was ist denn hier? Das ist schön. Bin mal gucken. Ich habe jetzt ein ganz ungutes Gefühl. Ja, genau, das wusste ich. Wisst ihr was? Ich habe jetzt voll Lust, speichern zu gehen. Ja, weil das ist eine Stelle, die kenne ich nicht. Deshalb habe ich mir überlegt. Ist das so klar? Lass mich einfach in Ruhe. So, wir gehen jetzt einfach speichern. Und das Schlusswort. Ja. Leider wahr und leider traurig, aber soll man machen. Ein bisschen weitergekommen sind wir schon. Langsam verstehe ich auch, warum ich niemals diesen Teil gespielt habe. Weil der einfach zu komplex ist und einfach zu schwierig in meinen Augen ist. Persönlich. Ja, na klar. Es war so klar, du Scheiß. Und? Lass mich. Ach nein, ey. Ach ja. Okay. Gut, Leute. Wir sind echt ein bisschen weitergekommen, aber wir sterben hier einfach zu oft. Und ich sag's euch, das Spiel wird noch richtig böse. Ich werde das wahrscheinlich zum Teil jetzt mal ein bisschen weiter. Ich mach das jetzt nochmal offscreen, ganz in Ruhe, weil das hat einfach keinen Sinn. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, wenn ich da, wo ich schon vorhin war, gezeigt habe, dass es da weitergeht. Zeige ich euch das beim nächsten Part irgendwann. Mal gucken, wann ich wieder zum Aufnehmen komme. Ich kann das noch nicht so sagen und ja, zurzeit ist das eine Situation so. Ich bin sehr angespannt zurzeit. Das ist eine Situation, ja, wo ich wirklich nicht genau abschätzen kann, wie das in Zukunft weitergeht. Es ist sehr schwierig zurzeit. Und ja, mal gucken. Also Leute, ja, morgen gibt es keine Folge, weil morgen ist was anderes und ja, mal gucken. Bedanke mich schon mal fürs Zusehen, fürs Einschalten hin und ich hoffe, dass euch die drei Parts gefallen haben. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt, dass ihr mal endlich auch Interesse zeigt. Nicht nur gar nicht, sondern nur irgend so ein Quatsch von wegen Singular oder so ein Scheiß, was ich da gelesen habe als Kommentar. Also, was soll so? Also, das finde ich komplett unnötig in meinen Augen. Und ja, da hätte ich gerne auch wirklich mal Kommentare, nicht nur kein Interesse zeigen, sondern man sollte auch mal Interesse zeigen. Ich meine, ich kann doch nicht immer nur Jump'n'Run bringen. Ja, zum Beispiel, ich kann doch nicht immer bringen Crash, Spyro oder Rayman. Das ödet mich immer und immer mal selber an. Und da bin ich selber nicht glücklich mit. Meine, ich habe euch jetzt Crash, was das angeht, lang genug gezeigt. Ja, da habe ich jetzt zur Zeit keinen Bock drauf, bin ich mal ganz ehrlich. Und das reizt mich gerade nicht so. Also, ich finde, mich reizt zur Zeit mehr so Horror, Strategie, Shooter und Rollenspiele. Ja. Und Jump'n'Run will ich jetzt mal ehrlich gesagt eine Pause von machen. Ja, ist immer Fakt. Und darum, ja, gibt's auch mal andere Spiele als immer nur Spyro, Crash und Rayman. Das will ich nicht dauernd auf den Kanal bringen. Ja, und das ist dann, finde ich persönlich, für den Zuschauer einfach nur langweilig. Ja. Aber deshalb will ich jetzt ein bisschen Abwechslung schaffen. Aus dem Grund, dass ihr das auch endlich mal kapiert. Und, dass ihr auch mal irgendwo das gucken solltet, wenn ich es schon mache. Also ich will es nicht umsonst gemacht haben. Wenn ich schon wieder so feststelle, jetzt hier bei dem Spiel, so sehe, ja, man zeigt kaum Interesse, was ich wiederum nicht verstehe, so ein bisschen. Ich verstehe es einfach nicht. Kann man nicht einfach mal klipp und klar was schreiben oder
einfach gar nichts? Also irgendwie, wenn gar nicht von euch kommt, dann kann ich nichts damit anfangen, was ihr wollt. Das ist das, was mich da ein bisschen irritiert. Irgendwo so. Und da kann man nicht kommen mit, ja, verstehe ich und dies und das. Leute, ja, ihr könnt gerne überall und da verstehen wollen, aber das hilft mir. Was mir wirklich hilft, sind einfach so konstruktive Kommentare, wo ich was mit anfangen kann, Kritiken, wo ich was mit anfangen kann, genauso wie Vorschläge, wo ich was mit anfangen kann, ja, aber nicht immer solche Vorschläge wie Rayman, Crash oder Spyro, das ist irgendwann langweilig. Oder ob ich einen Crash Nitro Kart machen will, ja, Leute, erstmal, bevor ich sowas mache, will ich jetzt erstmal von Crash eine Pause nehmen. Punkt. Also, It's About Time war einfach ein Projekt, wo ich die 106% geschafft habe. Wo ich alle Gold- und Platin-Relikte geholt habe, war echt mega anstrengend. So wie die perfekten Relikte geholt habe, war mega anstrengend. So wie ich die invertierten Edelsteine geholt habe, war anstrengend. So wie die normalen. Und auch die Rückblendenbänder, ja. Und das hat so viel Zeit in Anspruch genommen halt mit den letzten 3,5 Monaten, dass ich mir selber jetzt gesagt habe, jetzt ist Schluss, jetzt habe ich erstmal keinen Bock mehr auf Crash. Bin ich mal ganz ehrlich, das war lang genug. Ja, und jeden Tag kann ich sowas einfach nicht bringen, das ist mal Fakt. Man muss auch irgendwo persönlich selber eine Abwechslung schaffen. Irgendwo so die Person die Möglichkeit geben, einfach ja, was anderes zu zeigen. Wo es auch mal ein bisschen gruseliger ist und nicht mal so dieses Freundlichkeits Konzept so halten. Also, wie nennt man das Wort? Freundschaftsgetrimmt zeigen, weil das macht für mich auf dem Kanal keinen Sinn. Ich will nicht immer nur Jam und Dran zeigen. Das ist nicht Sinn der Sache. Ja, und dass mal jemand wie Fanboten auch mal kapieren muss. Ich meine, ich kann nicht sowas wie Spyro zum Beispiel. Ging auch nicht. Ja, weil ich aufgrund dieser Sachen auch einfach zur Zeit unter Zeitdruck stehe. Wo, ja, es ist nun mal Fakt. Und ja, da macht es für mich nicht wirklich Sinn, jetzt ein Spyro anzufangen, wie zum Beispiel den ersten Teil. Da würde ich minimum 2-3 Stunden brauchen. Und das macht nicht so einen Sinn dafür, ein Let's Game Tour wieder zu machen. Nee, das macht nur Sinn, wenn man so Let's Game Tour Videos macht, so zum Beispiel 1 Stunde oder 1 Stunde 10 oder 1 Stunde darunter. Dann macht das ja auch Sinn, aber nicht bei zum Beispiel so ein Spyro. Nein. Da macht es eher den Sinn, wenn ich irgendwie im Stream. Ja, und das finde ich macht ein bisschen mehr Sinn, meiner Meinung nach, als wenn ich das in einer Art Let's Game Tour wieder mache. Das macht dann keinen Sinn. Punkt. Also, ja. Oder zum Beispiel, keine Ahnung. Oder zum Beispiel hier sowas wie einen anderen Spyro-Teil. In Let's Game Tour würde genauso keinen Sinn machen. Weil vor allen Dingen so, ich habe die Vorausgabe, ich will jetzt bei Spyro The Dragon zum Beispiel 120% holen, was es ja auch dort gibt. Ja. Und das würde mir zu lange dauern. Dann dürfte ich, wenn ich mal ehrlich bin, 2-3 lange Parts brauchen. Die Zeit habe ich nicht. Zur Zeit habe ich es einfach nicht. Und ja, es steht einfach zu viel an. Und deswegen akzeptiert das bitte auch, weil ich kann euch sonst einfach nicht mehr helfen. Ja. Dann noch die andere Sache, ob ich morgen streame, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Da muss ich erstmal gucken, was ich überhaupt streamen möchte. Da muss ich gucken, was gefällt dem einen oder was nicht. Weil ich hätte eher so mir gedacht, so ein paar kürzere Games. Werdet ihr schon noch irgendwann sehen. Aber das so viel dazu. Ich wollte mal mein Statement abgeben, was das angeht. Weil ich habe einfach nur diese Let's Game Tour Videos gemacht, weil ich einfach eine Art neues Konzept entwickeln wollte. Einfach eine neue Idee auf YouTube präsentieren wollte. Und ich habe ja gesehen, zum Beispiel bei Disney's Hercules, das hat ja echt voll geil was gebracht. Da habe ich auch wirklich Liebe drin gesteckt. Da habe ich Arbeit reingesteckt. Also, ich finde das ist irgendwo nicht fair. Wenn ich mal überlege, komischerweise so, wenn ich Retro mache, komme ich ultra mehr an. Und wenn ich so PS4-Spiele mache oder neuere Spiele, dann fängt man an, das kaum zu gucken. Oder zum Beispiel bei Crash 4.
Da hat man richtig krass reingehauen beim ersten Part. Fast 200 Aufrufe. Das habe ich noch nie bei einem neuen Spiel so weit geschafft. Also ganz ehrlich, da verstehe ich es wiederum nicht. Und dann so bei ganz anderen, ja, ist es dann wieder so ein Ding, nee, interessiert mich nicht, muss ich nicht gucken. Da fühle ich mich so ein bisschen von euch irgendwo verarscht. Irgendwo so ein bisschen schon. Meine, nehmt ihr nicht mal, schreibt, was ihr wollt, oder irgendwelche Kritik, dann kann ich euch nicht helfen. Punkt. Also, das ist mal eine klare Sache. Aber ansonsten, ja, ansonsten kann ich einfach nur sagen, Resident Evil HD Remaster, schon ganz cool, aber ich werde den Rest nochmal ein bisschen offscreen nochmal machen, bis dahin nochmal zocken, das dann speichern und dann werde ich irgendwann, wenn ich wieder zum Aufnehmen komme, kann sein so in 2, 3 Monaten, vielleicht sogar auch länger. Ich weiß nicht, wie lange die Situation dauert. Und ja, kotzt mich ein bisschen an, die Situation gerade, die ich gerade habe. Ich will auch jetzt nicht im Video darüber erzählen, sondern es regt mich wirklich auf. Und ganz ehrlich, ja, ich weiß nicht, ob ich in Zukunft nochmal Let's Plays machen werde. Aber ja, schon hart, was mich da zur Zeit auch getroffen hat, ja. Finde ich richtig kacke, so die Situation, man kann es nicht ändern. Und ja. Let's Game Tour Videos. Also, ich habe mir überlegt, ich zeige euch noch ein Spiel. Das kommt heute noch. Das war ein sehr, sehr großes, sage ich mal. In Anführungsstrichen, was es sein wird. Mal schauen. Weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall kein Crash oder irgendwie Spyro. Nein, habe ich keinen Bock. Genauso wie Rayman, habe ich keinen Bock. Das ist mal das. Ich muss mal von diesen drei Videospielfiguren erstmal eine Pause haben. Wie habe ich mir verdient? Und ich habe zum Beispiel am Crash 4 It's About Time von 2. Oktober bis ungefähr 28., 29. Dezember dran gesessen. Ja. Und ich habe mir wirklich jeden Tag hart aufgenommen, richtig hart aufgenommen. Alles in Full HD gerendert mit 60 FPS. Und ja. Ich bin froh, dass ich das Spiel geschafft habe. Und das war ein richtig hartes Game. Das war wirklich das schwerste Crash-Game, was ich in meinem ganzen Leben gespielt habe. Das war echt das schwerste aller Zeiten. Meiner Meinung nach. Und ja, deswegen sage ich's. Ja. Mal gucken. Muss mal gucken. Gibt es hier nicht mal Optionen, wo man den Schwierigkeitsgrad einstellt? Das ist doch komplett bescheuert. Psychiatrie? Moment mal. Ach, das ist ja interessant. Man kann ja die Filmsequenzen freischalten. Okay. Cool. Ja höchst interessant einfach. Naja. Was ist noch handeln? Okay, gibt es anscheinend noch ein Handbuch? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es die nächste Zeit weitergeht. Keine Ahnung, ich kann das nicht predikten. Deswegen, ja, stellt euch schon mal darauf ein, dass ich dann mal halt vielleicht für eine längere Zeit
nichts mehr sein kann erstmal. Wie lange das so ist, dieser Zustand, das kann ich noch nicht so genau sagen. Werde euch bis dahin noch Bescheid geben. Ja, ich werde euch da auf jeden Fall noch Bescheid geben und dann informiere ich euch darüber, wie es weitergeht auf dem Kanal und ja, vielleicht kommt sogar auch das Ende meines Kanals. Ich weiß es noch nicht. Das ist echt scheiße. Ich habe mir das über Jahre aufgebaut. Es ärgert mich auch und persönlich, ja, nimmt mir das komplett einfach, die Situation, die zurzeit in meinem Leben aufgetaucht ist, einfach komplett den Spaß weg. Und das ist richtig scheiße. Und ja, deswegen bin ich echt mega sauer darüber. Aber okay, gut. Aber was soll man machen? So ist halt das Leben. Trotzdem will ich immer Mittel und Wege finden, um im Leben weiterzukommen. Naja gut, ich höre jetzt hier auf mit Resident Evil 1. Ich hoffe, es hat euch bis hin gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, ein Abo, eure Meinung und eure Meinung dazu, dass ihr hoffentlich Verständnis habt, dass es zurzeit nicht geht. Deswegen, nein. Kommt irgendwann mal, aber nicht als Let's Game Tour, auf gar keinen Fall. Joa. Das wollte ich dazu mal sagen, weil Fanlut mehr der Meinung ist, er will ja unbedingt von mir Spyro sehen, aber das kann ich dir schon mal sagen, das kannst du vergessen. Weil das funktioniert erstmal nicht. Nee. Ich habe nicht die Zeit dafür. Zurzeit nicht. Aber ich würde es eher im Stream nochmal spielen, was Spyro angeht. Höchstens. Oder zum Beispiel auch ein Tomb Raider. Auch im Stream, aber nicht als Let's Game Tour. Nein. Auf gar keinen Fall. Und ja, bedanke mich schon mal fürs Zusehen und lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben, haut rein, bis dann und